wie Sie den Eco-Modus am Zeiss PrimoStar 3 verwenden. Angenommen, Sie arbeiten gerade mit Ihrem Mikroskop und werden unterbrochen, vielleicht weil Sie zu einer anderen Tätigkeit gerufen werden. Das kann eine kurze Unterbrechung sein oder auch länger dauern. Jetzt kommt der Eco-Modus des PrimoStar 3 Full-Köhler-Mikroskops von Zeiss ins Spiel. Und so funktioniert's. Zur Aktivierung des Eco-Modus drücken Sie dreimal den Knopf für die Helligkeitsregelung. Der unterste LED-Balken links und rechts am Mikroskopstativ blinkt jetzt langsam. Das zeigt an, dass der Eco-Modus aktiviert ist. Im Eco-Modus schaltet das Mikroskop nach 30 Minuten automatisch in den Ruhezustand, so lange, bis es wieder verwendet wird. Das Bewegen des Objektivrevolvers oder eine Änderung der Lichtintensität genügt, um das Mikroskop zu reaktivieren. Zur Deaktivierung des Eco-Modus drücken Sie erneut dreimal den Knopf für die Helligkeitsregelung. Und schon geht es weiter. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website